Genau, also mein Name ist bekannt, Ricardo Fischer. Und ja, vielleicht frage ich mal in die Runde, wer kennt mich aus den sozialen Netzwerken? Mal die Hand heben. Okay, ja. Okay, cool. Aber es sind noch viele dabei, die mich noch nicht kennen, also habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Ja, Social Media. Also als Facebook aufgetreten ist, 2008 in Deutschland, glaube ich, ne? Da haben wir ja gedacht, ach, das geht wieder vorbei. Ne? So, jetzt haben wir 2023, jetzt gibt es Instagram, jetzt gibt es TikTok. YouTube hat ja mittlerweile auch ein Kurzformat-Video-Format mit reingebracht noch. Also es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ne? Und die Bäcker, die lassen sich immer Zeit, sage ich immer. Das ist bei Teigen auf jeden Fall sehr hilfreich, aber im Social Media Game sollten wir uns dann nicht so viel Zeit lassen. Und deswegen bin ich heute hier, um euch TikTok ein bisschen näher zu bringen, damit ihr quasi einen einfachen Start habt, um auf TikTok auch ja, ein bisschen Videos macht und Content produziert und eure Brauerei präsentiert. Genau, also hier nochmal kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin seit über 20 Jahren Bäcker. Ja, seit über 11 Jahren habe ich jetzt eine eigene Bäckerei, eine Biobäckerei. Ich habe mich vor kurzem auch umbenannt in Brotprofi. Einfach ja, durch den Bekanntheitsgrad und ja, Berater haben gesagt, wieso bringst du das nicht zusammen? Das habe ich dann halt gemacht. Ne? Content Creator seit 2019. Und ja, falls sich der ein oder andere fragt, was macht mich jetzt hier zum Experten, zum Social Media Experten? Ja, einfach die Erfahrung. Ich habe auch in der Weiterbildung zum Brotsommelier eine Projektarbeit darüber geschrieben, über ja, digitales Brotmarketing. Wie kann man mehr Wertschätzung für das Bäckerhandwerk ja, erreichen und wie kann man ja, die Wertschätzung für Brot in den sozialen Netzwerken steigern? Ja, und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Social Media, das ist ja bestimmt bekannt, oder? Die Symbole? No? Also Facebook, klar, habe ich ja schon genannt. No? Wer ist auf Facebook? Ja, gehen einige Hände hoch. Wer ist auf Instagram? Auch, doch, viele, ja. Ja, schön. Und wer ist auf TikTok? Aha, da haben wir es. Da ist noch Luft nach oben. Genau. Ja, YouTube gibt es ja auch schon länger. Ist ja auch bekannt gewesen für Querformat, längeren Content, Longform-Content quasi. Aber die haben ja auch gemerkt, TikTok, hier habe ich dann nochmal das Wachstum. Die sind ja so durch die Decke gegangen. Also 2020 hier ging es richtig ab. Ne? Mit TikTok und mittlerweile haben die fast 20 Millionen Nutzer in Deutschland. Ne? Und das haben halt auch die Konkurrenz mitgekriegt und da hat Instagram gleich mal Reels rausgeballert. Das ist im Endeffekt dasselbe, ein Hochformat-Kurzform-Videoformat. Und YouTube hat Shorts rausgebracht, was eben im Endeffekt auch eine komplette Kopie ist. Der Unterschied ist aber, die Algorithmen, beziehungsweise bei TikTok ist es eine künstliche Intelligenz, das hatten wir vorhin auch, ne? Künstliche Intelligenz, ist eben bei TikTok das Ding und selbst die TikTok-Mitarbeiter wissen gar nicht so richtig, wie der Algorithmus oder wie die Key da im Hintergrund funktioniert. Genau, ja. Und YouTube und Instagram funktionieren ein bisschen anders, die haben Algorithmen und sind alle drei quasi ein bisschen unterschiedlich. Aber das Suchtpotenzial bei TikTok ist extrem hoch. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber es hieß mal irgendwie, dass Nutzer täglich 50 Minuten pro Tag auf TikTok verbringen, also fast eine Stunde, aber mittlerweile ist es vielleicht über eine Stunde. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber man merkt einfach, wie abhängig das macht. Ne? Man guckt da bloß mal so, denkt, boah, ich gucke mal ein Video und dann plötzlich ist eine Stunde weg. Ne? Und das ist halt die Key im Hintergrund, die KI, die dort genau analysiert, wie bist du unterwegs, was gefällt dir und genau das ausspielt. Ja, meine Ziele in der Projektarbeit zum Sommelier waren eben Nachwuchsgewinnung, Fachkräftesicherung und ich denke mal, das wird für euch eben auch interessant, ne? Wie kriegen wir Nachwuchs kriegen über die sozialen Netzwerke, wie kann das helfen? Und die Wertschätzung fürs Bäckerhandwerk steigern, das war mir so eine große Mission. Ich weiß nicht, was mich da getriggert hat, aber für meine kleine Bäckerei brauchst du es vielleicht gar nicht, aber so fürs gesamte Bäckerhandwerk, das hat mich immer genervt, warum wir so einen schlechten Ruf haben. Ne? Ja, und mit Brot begeistern und Kundengewinnung natürlich am Ende auch. Ne?
Und da, ich habe es eigentlich schon vorweggenommen, ne, aber wie ist die Wahrnehmung des Bäckerhandwerks in den sozialen Netzwerken? Und dazu gucken wir uns jetzt mal zwei Videos an, die ich von TikTok habe. Und die sollen nur so exemplarisch zeigen, was da so umhergeht. Ton? Irgendwie wollte ich anfangen, ein bisschen über Brot und Backen und Mehl zu reden. Und jetzt beginne ich einfach mal mit einer kleinen Anekdote. Wenn ihr zum Bäcker geht und fragt so, hey, habt ihr das selber gebacken? Dann sagen euch die Leute immer, ja klar, hey, wir backen das selber. Und dann fragt ihr so, hey, wenn ihr es selber backt, warum schmeckt es denn jeden Tag alles gleich? Genau, das ist so ein kleines Problem, was wir leider haben, dass wir das halt einfach so hingenommen haben, nur noch Industriescheiße beim Bäcker zu essen. Und genau, dafür wollte ich einfach so ein bisschen kämpfen. So, die traumhafte Quarktasche schmeckt jeden Tag anders, weil sie einfach selbst gebacken ist. Und ich kriege sie auch nirgendwo anders auf der Welt, weil sie da halt selbst gemacht wird. Genau, ich will nicht alles doppelt sagen. Viel Spaß, Leute! Nummer 1, jetzt kommt Nummer 2 jetzt. Mein Broteinstieg heute Morgen hat nicht so gut geklappt. Das, was ich einfach sagen wollte, ist, was ich erlebt habe, ist, wenn ich durch Deutschland gefahren bin mit dem Rad und überall bei jedem Bäcker was gegessen habe, es war immer das Gleiche. Egal in welcher Stadt ich bin, ich esse immer das Gleiche. Und ich finde es so schade, dass wir ein tolles Handwerk haben, was keiner mehr ausübt und wir alle noch glauben, dass es irgendwie gemacht wird und wir halt Tiefkühlbrötchen überall bekommen halt. Und das ist ganz schade und wir sprechen da überhaupt nicht drüber. Die Menschen werden immer mehr krank, weil die Gehzeiten so kurz sind von den Mehlen, dass es einfach schlecht verträglich ist. Hier dieses Brötchen, das kann ich nach 5 Tagen auch noch auf den Toaster packen und es schmeckt immer noch gut. Das ist halt einfach ein einzigartiges Brötchen, so wie es früher bei jedem Bäcker war. Und jetzt schmeckt halt alles gleich, weil das alles aus einer Tiefkühltruhe kommt. Das wollte ich irgendwie sagen. Ja, also bitte keinen Shitstorm jetzt an die Person. Das ist nur exemplarisch mal. Da gibt es ganz viele andere Content-Creator oder Influencer, die ähnliche Inhalte hochladen. So, und das passiert eben tagtäglich. Und ich glaube, auf die Videos hat er irgendwie über 30.000 Aufrufe. So, pro Video. Wo ich mir sage, das ist schon eine Gefahr irgendwo. Ne? Wir verlieren Kundschaft. Und was tun wir als Bäcker dagegen? Also wie viele sind auf TikTok unterwegs und laden da regelmäßig was hoch und tun da was quasi dagegen und tun da ein bisschen erklären, wie es eigentlich funktioniert bei uns. Na, also im Endeffekt die Frage, was können wir tun? Und die Antwort ist auch wieder in Videoformat bei mir. Ja, Videos. Kommt mit, heute zeige ich euch mal, wie wir Brötchen machen. Wie nennt ihr sie eigentlich in eurer Region? Bäcker? Semmel? Der Teig ist ausgeknetet und jetzt kommt der Bursche erstmal raus. Jetzt wird er ausgewogen zu sogenannten Ballen oder Pressen und rundgewirkt. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Nach einer weiteren Teigruhe wird er abgepresst über die Teigteil- und Wirkmaschine und auf Bretter abgesetzt. Nochmal kurz entspannen lassen und jetzt geht's an das Formen der Brötchen. Man nennt diese Technik Einschlagen. Die Teiglinge werden plattgedrückt und anschließend eingeschlagen. Daher der Name. Das ist reine Handarbeit. Jetzt werden sie mit dem Ausbund, also die eingeschlagene Seite, nach unten auf Abziehbänder gesetzt und in den Garraum geschoben zum Aufgehen. Nach der Endgare werden sie für den Ofen vorbereitet. Umdrehen, dass die eingeschlagene Seite nach oben zeigt, das ist dann später der Ausbund, und direkt auf Stein schieben. Ich liebe das einfach auf Stein zu backen. Nach ungefähr 20 Minuten sind sie fertig. Der Ausbund ist auch schön aufgegangen. Wunderschöne Exemplare. Lasst mir gerne ein Herz da und folgt mir für mehr. Ja. Dankeschön. Also das Video ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber was denkt ihr, wie habe ich das gefilmt? Also hier stehen da so ein paar Kameras rum. Was denkt ihr, wie habe ich das gefilmt? Genau. Mit dem Smartphone, also nicht mal mit dem, sondern ja, mit dem 10er, das ist ja jetzt hier das 12 Pro. Aber die Smartphones heutzutage, die haben sich so weiterentwickelt durch die Kameras. Es wird darüber gesprochen, dass sogar Kinofilme damit gedreht werden können. Na? Und das wird ja versucht auch ja, immer mal vorzumachen. Und von daher brauchen wir uns überhaupt gar keine Platte machen. Nehmt einfach das Smartphone, was ihr eh habt. Wenn das eine gute Kameraqualität hat, dann einfach mal gezückt und mal ein bisschen gefilmt und das dann, ja, in meinem Fall habe ich jetzt zusammengeschnitten, dann hinterher noch Voice-Over drüber gemacht, also quasi noch hinterher die Tonspur drüber gesprochen und gepostet. Und rausgekommen ist dann hier Analysedaten.
Die sind nicht mal aktuell. Ach so, ich muss jetzt hier noch weiter drücken. Genau, das sind die Gesamtaufrufzahlen. Und dort die Likes und Kommentare hat es mal ganz schön irgendwie durch die Decke geschossen, über 1000 Kommentare. Und als ich noch frisch auf TikTok war, habe ich die wirklich alle versucht zu lesen. Ja, ist ein bisschen krank, also das muss man einfach irgendwann lassen, weil das schafft man nicht mehr. Das ist so viel Arbeitszeit, also das muss man dann wirklich einfach, wenn es durch die Decke geht, einfach lassen. Da haben die Leute sich auch dran gewöhnt. Genau, und 377 Mal wird es geteilt, also die Generation Z, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, also TikTok ist ja eine sehr junge Generation, ne? Generation Z, und dort ist im Endeffekt unser Nachwuchs. Ne? Aber rekrutieren können wir die dann über Aramas digital, ne? Die helfen ja da dabei, aber wir müssen ja erstmal hungrig machen. Ne? Und hungrig machen wir die eben über solche Videos. Ne, die gehen natürlich noch mal ein bisschen besser zu produzieren auch. Ne, wie gesagt, ein bisschen älter und ich habe ein bisschen was zugelernt. Aber im Endeffekt muss man einfach erstmal anfangen. Ne? Haben wir ja vorhin auch schon gehabt, ins Tun kommen. Und bei Video genauso. Einfach ins Tun kommen, losmachen. Und dann kann man es immer noch überlegen, ob man sich das jetzt, ob man das jetzt gleich hochlädt oder lieber doch nochmal übt. Ne? Aber ins Tun kommen, machen und dann, wenn man zufrieden ist, hochladen und gucken, was passiert. Ich zeige mal noch ein zweites Beispiel. Hier habe ich mal Käsebrötchen gemacht. Kommt mit. Käsebrötchen zeige ich euch gerne, denn ihr habt sie euch gewünscht. Und da fangen wir auch gleich an, nachdem der Teig gemacht ist, wird er wieder ausgewogen zu Ballen und dann abgepresst. Dann aufs Blech setzt, ein bisschen Käse drauf und ab in den Garraum. Nachdem sie dann im Garraum waren, nochmals Käse drauf, die doppelte Portion. Und dann noch so lange backen, bis der Käse goldgelbe Nuancen hat und schön geschmolzen ist. Ja, also hier habe ich, genau. Das muss ich erstmal wieder abrufen. Also hier habe ich versucht, das Video kürzer zu halten. Das erste war etwas länger und dann gab es ja in den Analyse-Daten gibt es ja so eine Auswertung, wie wurde das durchschnittlich angeschaut, das Video, und da habe ich gedacht, jetzt mache ich es halt mal kürzer. Tue ich mich mal danach richten, wie lang die Durchschnittsrate war und mache das halt kürzer. So, weil kürzere Videos meistens mehr angeguckt werden. Also ich sag mal, TikTok ist ja so als Tanzplattform am Anfang so ein bisschen bekannt geworden. Und als ich mir die App runtergeladen habe, habe ich es erstmal wieder gelöscht, weil ich dachte, gut, ich will jetzt nicht tanzen in der Backstube. Aber man hat schon festgestellt, eben, dass die kurzen Videos dann ganz gut funktionieren. Es ist halt nur schwierig, dann wirklich viel Inhalt zu kommunizieren. Und deswegen bin ich dann doch wieder irgendwann bei fast einer Minute gelandet. Ne? Und ja, Auswertung. Hier habe ich 281.000 Gesamtaufrufe, 26.000 Likes, Kommentare und auch ganz viel geteilt, hier 192 Mal geteilt. No. Und das ist ja gut. No. Das ist ja im Endeffekt jetzt nicht unbedingt Werbung für meine Bäckerei. Man sieht jetzt kein Firmenlogo oder sowas. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, sondern ich denke mal für das gesamte Bäckerhandwerk. No. Dass man eben zeigt, so wird es hergestellt, es ist wirklich handgemacht. Und genau. Das ist jetzt noch ein Video, da habe ich zu Hause gebacken, in meiner Küche. Ich auch nicht viel Aufwand gemacht. Kleine Küche, schallt eigentlich auch sehr, weil die Fliesenwände so, ja, nicht so optimal alles. Aber ich dachte, ich will hier mal irgendwie wirklich die Leute erreichen, die noch nie gebacken haben. Und das habe ich dann so versucht. Das einfachste Brot der Welt, das kann wirklich jedes Kind. Du nimmst einfach 2 Tassen Weizenmehl, 1/4 Teelöffel Trockenhefe und 1 Teelöffel Salz. Einmal kurz vermischen und 1 Tasse Wasser dazu. Diese 4 Zutaten vermischst du jetzt nur grob und das war auch schon der schwierigste Teil. Ein bisschen Öl in die Schüssel und dann mit Frischhaltefolie abdecken. Den Teig für 12 Stunden in der Küche stehen lassen. Nach der Reifezeit auf einen bemehlten Tisch kippen und dann einfach von jeder Seite einmal nach innen falten. Einfacher geht's wirklich nicht. Auf ein Leinentuch oder ein Küchentuch etwas Grieß streuen, das Brot drauflegen, zudecken und 30 Minuten ruhen lassen. Den Ofen auf 250 Grad vorheizen, das Brot auf ein Blech setzen und ab in den Ofen. Nach ungefähr 40 Minuten ist es fertig. Und so machst auch du. Das hast du gesehen, ja? Sehr cool. Genau, also hier habe ich aber natürlich auch viele Learnings dann schon wieder umgesetzt. Genau, ich habe auch vergessen zu erwähnen vorhin, ich hatte in so einem, die Chance, in so einem TikTok-Creator so ein Partnership quasi mitzumachen. Ne? Also ich habe einen Aufruf gemacht, TikTok, die suchen die Sinfluencer, damit die Menschen nicht vorm 10. Katzenvideo verblöden.
sondern Lerninhalte auf die Plattform kommen. Und da habe ich mich drauf beworben, 2020, und dachte, naja, das damals 7 Millionen deutsche Nutzer, wird wahrscheinlich nichts. Das ist eine Chance von 0,00 irgendwas Prozent. Und überraschenderweise haben die mich dann angenommen und da habe ich natürlich Einblicke gekriegt und Coachings von Intermate, das ist die Deutschlands größte Influencer-Agentur, die haben halt direkt für TikTok, im Auftrag von TikTok gearbeitet. Und da habe ich eben auch viel gelernt. Ne? Und unter anderem, deswegen sage ich jetzt hier zum Schluss, und so machst auch du, unter anderem eben Loop, wie man einen Loop macht. Ne? Also bei TikTok ist das ja so, das Video fängt dann wieder von vorne an. Ne? Repeat, wie bei, ja, bei der CD oder bei Spotify jetzt, kannst du auf die Repeat-Taste, dann geht es wieder von vorne los. Und so ist es bei den Videos eben auch gestaltet. Und deswegen, wenn man dann quasi, ja, kriegt man es nicht mit, dann geht es einfach von vorne los, das Video. Und das ist wiederum gut für die Engagement Rate, für die Watch-Through Rate, also dass die Videos quasi bis zu Ende geschaut wurden, vielleicht nochmal angeschaut wurden. Und dadurch wird man besser gerankt. Also man wird höher eingestuft, das Video ist relevanter. Und dadurch wird es mehr Nutzern angezeigt. Und was denkt ihr, wie viele Leute habe ich mit diesem Video erreicht? 500.000 kam hier? 3 Millionen? 10 Millionen? Wir gucken mal. Erreichtes Publikum 6 Millionen. Und das Video läuft aber immer noch, ne? Also das hört nicht auf. Wir sind jetzt mittlerweile bei Aufrufen von 7,1 Millionen. Das ist auch wieder so ein alter Screenshot. Das Video habe ich aber dann auch auf Instagram hochgeladen. Da hat es, glaube ich, 2 oder 3 Millionen. Und dann auch nochmal auf YouTube Shorts hochgeladen. Und dort hat es, glaube ich, 4 Millionen. Also kann man schon sagen, in der Summe sind es dann doch 10 Millionen. Na? Danke, danke, danke. Ja, und genau, hier ist noch entscheidend, hier unten sieht man es noch ein bisschen, 86% in Deutschland in dem Fall und Österreich, Schweiz kriegen da noch ein paar Prozente ab. Also alles deutschsprachiger Raum quasi. Und das ist ja auch noch wichtig, dass das hier nicht irgendwo in Kanada ausgestrahlt wird, wo es uns nichts bringt, sondern dass es im deutschsprachigen Raum ausgespielt wird, wo es uns auch was bringt. Und das, wie gesagt, von den 6 Millionen oder 6,8 Millionen sind bestimmt ein paar potenzielle Bewerber dabei gewesen, die dann gesagt haben, geil, ich will Bäcker werden. Ich habe es ausprobiert, es ist was geworden, ich bewerbe mich jetzt. Na? Und genau, da habe ich auch Rückmeldungen gekriegt. Hier ist zum Beispiel einer, der hat geschrieben, ich feiere deinen Kanal so hart, habe gleich meinen Gesellenbrief wieder rausgekramt, weiter so. Ja, oder hier, Ziel im Leben, Bäcker werden und von allen Käsebrötchen den Rand unten klauen. Genau, ja, und hier geht es halt so weiter. Ne? Also, er lernt mehr als in der Schule bei mir. Das ist auch schön, ne? Schönes Feedback. Genau, also das ist halt auch sowas, was ihn dann motiviert. Ne? Da ist Geld irgendwo nebensächlich. Das sind dann so die Sachen, wo ich sage, da habe ich es richtig gemacht irgendwo. Und ich sage trotzdem, ich alleine komme da auch nicht weiter. Ne? Also wir müssen irgendwo alle zusammen im Bäckerhandwerk da was dazu tun, dass wir diese Bewegung wieder ins Positive umkehren. Ne? Diese Bewegung von, ach, Brot ist schlecht, ne? Die Weizenwampe und ja, eine Butterbrezel, die hat zu viele Kalorien und alles kommt ja alles aus einer Tiefkühltruhe und sowas. Das müssen wir umwandeln. Ne? Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Und deswegen, ach so, hier kommt schon, vielen Dank. Deswegen noch so ein paar, paar Tipps von mir. Einfach anfangen. Was noch wichtig ist, ihr habt es auch gesehen in meinen Videos, ich habe mich mindestens mal beim Intro gezeigt. Na, also die Person ist wichtig. Müsst ihr nicht unbedingt selber sein. Könnt ihr auch Leute finden im Unternehmen, wo ihr sagt, ey, das ist eine Rampensau, den quatsche ich jetzt mal an. Vielleicht hat er Bock drauf. Und dann etabliert er das und dann fördert er den. Und vielleicht noch als Tipp auch noch mitgegeben von einem anderen Experten, der hat gesagt, der hat auch ein bisschen China so studiert und so. Und in China ist ganz crazy, die TikTok heißt ja dort Douyin. Ja, ist quasi vom selben Anbieter, ByteDance. Und dort sind Landwirte, die erzählen im Livestream auf TikTok quasi, erzählen die von ihrer Mangoernte und verkaufen dort ihre Mangos.
Also es ist total abgefahren und dort geht wahrscheinlich die Reise hin, dass wir auch hier bei uns irgendwo uns präsentieren auf den sozialen Netzwerken. Und da gibt es ja auch schon Vorreiter außer mir, ne? Also Axel Schmidt, Wild Bakers, Max Kugel, die Brotpuristen, um mal so ein paar zu nennen, kennt bestimmt auch jeder. Die machen das ganz gut, die präsentieren sich auf den sozialen Netzwerken. Und genau, und das ist halt quasi ein Instrument, ein Marketinginstrument, um Sichtbarkeit zu kriegen, Bekanntheit zu kriegen und Kontaktpunkte zu schaffen. Ne? Und ja, wie gesagt, die Persönlichkeit ist aber echt extrem wichtig, so wie wir jetzt hier so uns gegenüberstehen, ist das eben auf den sozialen Netzwerken in Videoformat ganz wichtig, dass da ein Mensch steht. Menschen kaufen von Menschen. Ist auch immer so ein Sprichwort im Verkauf. Und hier auf den sozialen Netzwerken in Videoformat ist das nicht anders. Genau.